Berlin contra Hamburg, Olympia, ja oder nein? Morgen schlägt so etwas wie eine erste Stunde der Wahrheit. Ja, denn da veröffentlicht das Meinungsforschungsinstitut Forsa seine Umfrageergebnisse. Was halten die Berliner von einer Olympia-Bewerbung und was die Hamburger? Ja, und gleichzeitig legt der Deutsche Olympische Sportbund morgen fest, nach welchen Kriterien die Entscheidung getroffen werden soll. Also, da kommt einiges zusammen. Wir wollen so lange nicht warten. Berlin gegen Hamburg, ein Kampf über 5 Runden. Zwei Rivalen stehen sich gegenüber im Ring. Zwei Städte im Kampf um die Olympischen Ringe. In der roten Ecke, die Fahne für die Hauptstadt hoch, hält der Berliner Comedian Murat Topal. In der hanseatisch-blauen Ecke Ole Lehmann. Der gebürtige Hamburger moderiert die Bühnenshows im Quatsch Comedy Club. Ende März ist er mit seinem Soloprogramm in der Uferfabrik zu sehen. Hamburg oder Berlin? Wer holt die Spiele? Ringfrei für die erste Runde. Wie sportlich sind die Städte überhaupt? Also wir Hamburger, wir sind ja wahnsinnig sportlich, ne? Also im Angucken. Ne? Sport angucken ist großartig, ne? Selber machen schwierig. Deswegen brauchen wir Olympia. Ne? Weil wir müssen ja auch mal Sport wieder gucken. Ne? Ich mach mal weiter. Berlin, eine Stadt immer in Bewegung, viele Sportbegeisterte. Und wir haben auch schon viele Sportstätten hier. Das heißt, so viel Neues muss man gar nicht bauen, sondern die vorhandenen Städten werden modernisiert. Das heißt, nachher haben alle was davon. Und ich muss jetzt weg, mir wird schlecht. Wir sagen B-E-R-L-I-N. Olympia. So klappt. Sportlich schlagen sich die Kontrahenten also wacker. Aber wie werden die olympischen Athleten in Berlin und Hamburg empfangen? Ringfrei für die zweite Runde. Die Sprache. Ja, also ich muss mal sagen, was die Sprache angeht, da haben es die Olympioniken bei uns halt ein bisschen einfacher, ne? Weil wir so langsam sprechen tun. Ne? Und man kennt ja unseren Dialekt auch vom Ohnseuchtheater und Heidi Kabel, das wurde ja auch schon, ne? Das ging ja durch die Welt. Deswegen, das will ich schon mal sagen, ist ein großer Pluspunkt. Ne? Berlin ist auch einfach viel internationaler als Hamburg. Ja? Wir haben alle Nationen vertreten, hier fühlt sich jeder Besucher wohl. Wir sprechen alle Sprachen, manchmal sogar Deutsch. Auf zu Runde 3! Der Humor. Also was den Humor angeht, ne, da muss ich mal sagen, haben wir Hamburger ganz weit die Nase vorne. Auch wenn wir im Quatsch Comedy Club unseren Hauptsitz jetzt hier in Berlin haben, haben wir aber vor 25 Jahren bei uns in Hamburg angefangen. Ne. Das heißt, Humor ist schon in Hamburg zu Hause. Und wir sind auch immer noch da mit dem Quatsch Comedy Club. Also ich würde mal sagen, Punkt für uns, ne, ganz klar. Ein weiteres schlagendes Argument für Olympia in Berlin ist die perfekte Infrastruktur. Wo sonst hat man so ein perfektes öffentliches Verkehrsnetz? Und sollte die S-Bahn wieder warten, doch einmal ausfallen, haben wir immer noch die Taxifahrer mit ihrem Charme und unverwechselbaren schrägen Humor. Ich möchte einmal zum Olympiastadion. Was habe ich damit zu tun? Ich möchte auf den Malediven. Und wie sieht es denn mit dem kulinarischen Angebot aus, das die hungrigen Sportler und Olympiabesucher in Hamburg und Berlin erwartet? Ringfrei für die vierte Runde. Also alleine schon kulinarisch. Welche Stadt bietet so viel Vielfalt? 24 Stunden, ja? Nicht nur für die Besucher, sondern natürlich auch für die Athleten. Das Ganze dopingfrei. Und wir alle wissen ja, ohne Mampf kein Kampf. So, Kinders, also ich würde mal sagen, kulinarisch haben wir auch was weit voraus, ne? Weil der Berliner hat ja seine Currywurst. Wir haben viel gesünderes Essen. Hier so ein schöner Bismarck-Hering, schön sauer, ganz viele Omega-3-Fettsäuren. Da kommt der Berliner nicht mit. Das ist für die Sportler genau richtig. Ne? Ich muss jetzt mal reinbeißen, das ist total lecker. Oh, und sauer macht lustig. Darf man auch nicht vergessen. Zwei Städte machen sich fit für Olympia. Und unsere zwei Kontrahenten wärmen sich noch mal auf für die alles entscheidende letzte Runde 5. Also mein persönliches Fazit, meine Heimatstadt Hamburg muss gewinnen. Wir haben das gesündere Essen. Der Humor ist schon ganz lange bei uns zu Hause. Und wir haben die Sprache, die auch jeder versteht. Also an Hamburg toi toi toi. Unter uns Berlinern, ich bin ja nun auch schon seit 11 Jahren hier. Wenn wir hier gewinnen, macht's nicht. Ist für mich eine Win-Win-Situation. Ob Hamburg oder Berlin, ist mir persönlich egal. Juhu! Und Berlin hat auch einfach viel mehr Erfahrung damit, aus sportlichem Anlass zu feiern. Ich sag nur Fanmeile. Ja, und Hamburg? Ja, ist klar. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 Diddling. Geht doch nicht. Die Athleten, die müssen den Akku aufladen, nicht entladen. Ey, und mal ganz ehrlich, wir brauchen einfach die Spiele. Okay, Hamburg.
Ihr habt die Elbphilharmonie, wir haben den BER. Und das Olympische Dorf, das kommt nach Tegel. Also muss der Flughafen fertig werden. In diesem Sinne. Berlin oder Hamburg? Schlagende Argumente haben sie beide. Wer es am Ende wird, das liegt ja leider nicht in unserer Macht. Also morgen sind wir ein bisschen schlauer, dann wissen wir, was die Meinungsforscher zu Berlin und Hamburg herausgefunden haben.